Hallo, willkommen bei einem neuen Teil von Harveys neue Augen. Wir sind da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und schauen wir mal in der Kantine vielleicht. Gehen wir bei der Wärtin Doris, falls ihr sie noch nicht kennt, das Messer. Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja, die Jugend von heute ist verdorben wie das Einweggulasch für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Na siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier, nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Geil. Du schon wieder. Du sollt da sein und für Ach, hör mal auf mit dir zu reden. Krabbeln wir uns die Motorsäge. Wo ist denn das grüne Mädel hin? Yeah, Lee hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Eine Motorsäge und ein Baum. Wir sägen einfach die Widmung, falls aber nicht. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer Bett. Lilly, ich habe ein neues. Ich kann meinen Tag. Und da steht doch alles über mein. Ich habe sogar eine Karte angefangen. Also vergiss die Sache mit den. Tagebuch. Nein. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat. Bitte hilf mir, wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgend. Lilly wusste. Sie wusste sofort, was... Oh, Mann. Ach, Mensch, jetzt hab ich ein... skipp ich eigentlich. Na, lala. Oder wie ver... Pust mir diesen Vogel weg. Anstatt die Taube... Sie hätte... Anstatt die... Sie hätte... Ach. Da war ich so... In dem auf... Bastard. Und flog mitsamt Tage... Cool! Da half auch. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Da sind Spatzen. Und schauen wir mal, was passiert, wenn ich auf die Spatzen baller. Aber hallo! Cool! Bums! Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung schon. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Armer Shorty, vielleicht könnte er mal ein paar Lilly Kette hatte passen. Gehört, dass... Jo. Ho! Wow! Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Kippe! So viel Rauchen kann doch nicht gesund sein. Schauen wir mal, was unser guter Shawnee macht. Oh, der pafft sogar noch. Wo ist das Rezept? Wo ist das Rezept? Ach, haben wir. Dann machen wir mal den Ofen an. Also gehen wir in den Keller. Ja, den ollen Ofen haben wir schon aus versehentlich hochgejagt. Schnappen wir uns mal ein Döskel. Lilly, darum wusste sie auch, dass...
Lilly, darum. Ach, machen wir erstmal Feuer. Feuern wir den Holzklotz im Ofen. Lilly hat nun braucht. Eine Zigarre, eine Kippe, cool. Wurmsel. Lilly, darum. Ach Mensch, gehen wir rauf nach der Doris. Hier muss ich vielleicht wieder lachen. Ich frag dich, was diese grüne Göre macht, die wir eben ausversehentlich wohl vielleicht in den Abgrund geworfen haben. Gib mir das Rezept der Doris. Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann. Das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Ach, da waren wir doch eben. Und diese Doris? Ja, die heißt Doris. Jetzt dürfen wir mal wieder in den Keller laufen. Schneller, schneller, schneller. Renn, Lilly, renn. Ab in den Keller. Da ist wieder der Gnome, der feinsäuberlich damit beschäftigt ist, die jetzt wegzubinden. Das muss Lilly... Taubengeschmack. Hey, schauen wir mal, was mit der Grünen. Also, wie hieß die nochmal? Ich weiß nur, dass ich... Japp! Geben wir die Dose einfach der Doris. Ah, aha, sehr gut. Das heißt wohl, ich kann den Braten für die Katze stelle ich damit. Ist halt das Essen für die Oberen kommt erst. So, hast du das verstanden? Aha. Entschuldigung, Leute, das musste eben sein. Nicht, das war kein Rülpser, sondern ein... Ach, und was machen wir jetzt? Ach, ich hatte schon fast Hoffnungen. Du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen. Füttere Lumpi in mein... Und weh... Braten, braten, braten. Lecker braten. So, eine Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf... Wie sollte... Wir schnappen uns das Zeug und vielleicht macht die Blume ja Braten. Ja, wir verfuttern den Braten an die lustige Blume. Cool, Rülps. Katzen in der Kante. Das Katzenfutter und es sah ganz leider war die. Kombinieren wir. Lilly behielt die. Das Katzenfutter und es sah ganz leider war. Das Katzen und es sah ganz leider war die. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Hey, wo willst du fütter die? Lilly Bitz. Diese Idee konnte Lilly.
Lumpis Futternapf als Haustier der... Lilly hatte die... Man nahm das fertige... Hey, wo willst du bitte die Katze? Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Hier fehlte entweder... Na, da hat... Ach, das auf einem der Balken... Cool. Wir haben einen Ballon und eine Brille. Lilly behielt die Idee. Wir bauen uns eine kleine, der alte Plan Bombe. War heikel. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Oh ja. Die Taube mit... Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er... Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Flatter, 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 flatter. Und funktioniert die Idee? Funktioniert sie, funktioniert sie. Eine Friedenstaube? Ist das... Soll ich die Kinder... Oh, Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese Verfluchten! Jetzt ist das mal... Lilly! Do. Als Lilly nur ein... Mach's gut, ich muss los. Ich warte noch einen Augenblick am Schwenk, wenn du dich beeilst. Ansonsten findest du eine Karte mit... Du hast es ja wischt. Bleib schmutzig. Die Nachricht macht... Sie musste Edna... Moment. Psst. Der Doktor... Funk. Lilly, was war das für... Du fragst dich sicher. Aber jetzt ist... Komm, schnell. Erstmal müssen wir einen kurzen Cut hier machen. Es ist gerade so spannend. Machen wir hier einfach. Und speichern. Ja. Und schon.